Hallo und herzlich willkommen im Hobbykeller. Ich bin der Bob und herzlich willkommen zum zweiten Ich baue mir ein Gestell für meine Solarpanels Video. Und bevor ich jetzt irgendwas Grundsätzliches erzähle, erstmal herzlichen Dank an die vielen Kommentare. Ich hatte das erste Video online gestellt, noch bevor ich angefangen habe, an den Gestell rumzubauen oder rumzubasteln, weil ich mir ehrlich gesagt selber noch nicht hundertprozentig sicher war, wie ich es mache und auch diese Mobilität gerne reinhaben wollte. Und ich hatte ehrlich gesagt gehofft, dass genau das passiert, was passiert ist. Nämlich, ich habe eine Menge richtig genialer Tipps bekommen. Die Leute haben sich bei mir gemeldet, haben gesagt, mach einfach mal, baue einfach mal. Kriegst du schon hin. Fand ich schon mal cool, dass ihr mir das zutraut. Wobei Metallbearbeitung und Geometrie, mehr Geometrie geht, aber Metallbearbeitung jetzt eher nicht so mein Fachgebiet ist. Aber jetzt kommen wir zu dem wichtigsten Punkt. Viele, viele gute Tipps bekommen. Und daraufgehend habe ich jetzt im Prinzip das Gestell nicht über den Haufen geschmissen, das wäre falsch gesagt, aber überarbeitet, das System. Ja, und ich finde ziemlich gut überarbeitet. Aber die Panels stehen schon hier, weil ich heute dieses Gestell definitiv bauen werde. Und jetzt erkläre ich euch mal, wohin sich der Plan geändert hat. Und zwar habe ich mir diese Teile organisiert. Und diese Teile haben hier so einen Klappmechanismus. Und ihr habt das Ding jetzt schon gerade zweimal einrasten gehört. Und jetzt kommt der Clou. Ich habe mir erst überlegt, die meisten Gestelle, die man so im Netz sieht, die sind genauso recht, also die haben hier unten dann rechten Winkel, ja? So, also die sind genau, die enden genauso. Und das war ja mein Problem. Ich müsste hier diese 35 Grad hinbekommen und hier diese 55 Grad und unten die 90 Grad. Und wie schneide ich das? Bla bla bla. Und jetzt habe ich mir überlegt, auch aufgrund der Tipps, die ihr mir gegeben habt, naja, wie wäre denn das, wenn die 90 Grad hier oben wären? Und der Rest macht sich dann hier unten schon. Also ich muss ja lediglich hier auf die 90 Grad kommen. Muss hier mir schauen, wie ich auf die 35 Grad komme. Und der Rest würde sich dann ja, wenn ich es hinstelle, quasi automatisch ergeben. Ja? So. Und genau das werde ich mit diesem Ding hinbekommen. Und zwar wird das so sein, dass die Panels hier aufstehen. Ich habe es jetzt auf 80 cm gemacht. Das heißt, gerechnet, ich zeige es euch auch gleich nochmal. Das heißt, es wird im Prinzip so sein, dass das Solarpanel hier noch leicht drüber geht. Aber diese Konstruktion eben nicht mit dem Solarpanel nach unten abschließt, sondern leicht nach hinten abschrägt. Und dadurch wird zwar das ganze Aufstellerei ein bisschen breiter, aber das Ding geht ganz von alleine auf die 35 Grad. Dadurch kriege ich die 35 Grad auch hin. Und jetzt kommt der Clou, das hat mir der Typ nämlich dort in dem Laden gezeigt. Es wird nicht hundertprozentig eine Winteraufstellung geben, aber es wird immerhin eine Winteraufstellung geben. Und zwar haben wir jetzt hier den klassischen 90 Grad Winkel. Und dann kann dieses Ding nämlich noch 80 Grad und 70 Grad. So, also man stellt das auf. Ihr müsst das jetzt einmal, ja, ihr hört das jetzt gleich klicken. Das erste klickt bei 70 Grad. Ihr seht jetzt hier diesen, ne, das ist noch nicht rechtwinklig. Jetzt 80 Grad, jetzt 90 Grad. Und jetzt habe ich ein bisschen hin und her gerechnet, wenn ich das Ding jetzt im Winter auf 70 Grad stelle, dann komme ich vorn, weil dann kommt das Ding kommt sozusagen ein bisschen weiter ran. Also das kommt dann ein bisschen weiter ran und das Ganze baut sich so nach leicht oben auf. Und dann habe ich 41 Grad vorn, bei den Panels 41 Grad. Also die neigen sich sozusagen mehr Richtung, in meinem Fall Süden, Südwesten, ungefähr so. Dadurch erreiche ich im Winter ein bisschen einen besseren Winkel. Und im Sommer stelle ich es auf die 35 Grad. Das heißt, ich habe jetzt die Möglichkeit, hier tatsächlich das ein bisschen zu modifizieren. Ich habe allerdings von diesen Winkeln nur zwei. Die sollen ganz außen hinkommen. Damit stelle ich das auf. Und jetzt habe ich ja gesagt, da ich Mieter bin, und das ist ganz wichtig für mich, ich will, dass das System abbaubar ist. Das ist entscheidend, weil es kann ja sein, dass ich mal die Wohnung verlassen muss oder wir nochmal umziehen oder weiß der Fuchs, irgendeiner von den Mietern querschießt, wobei wir haben hier eine super Hausgemeinschaft. An der Stelle, falls jemand aus meinem Haus das Video sieht, ihr seid eine tolle Truppe. Hier draußen laufen auch gerade ein Haufen Leute rum. Die sind einfach alle herzig, alle lieb, ich könnte sie knuddeln. Okay, was machen wir? Also, ich mache das folgendermaßen. Ich habe ja diese... Ich haue euch jetzt einfach mal eins von den Panels ins Bild. Ich habe diese Metallschienen da.
Ja. So. Und ich mache jetzt Folgendes. Meine Bohrung, die ich vornehme, nehme ich an jedem Panel an derselben Stelle vor. An jedem Panel. Einmal hier oben und einmal unten. So. Jeweils die äußeren Panels, was es eben auch gerade für welche sind, kriegen die Schienen rangesetzt. Und die anderen kriegen oben und unten diese Teile verpasst. Das heißt, die mittleren Panels sind durch diese Metallplatten miteinander verbunden, einmal oben, einmal unten, und halten sich alle gegenseitig. Das ist relativ massives Zeug. Das müsste eigentlich relativ gut gehen. Ich werde mir auch da bei den Schrauben nicht lumpen lassen. Ich schaue mal, dass ich alle drei benutze. Das heißt, drei und unten sind sechs und dann nochmal sechs. Also sechs Schrauben werden dort jedes Panel miteinander verbinden, wobei das schon fast overpowered ist, weil die Panels sind jetzt nicht so schwer. Und je nachdem unten, nicht unten, sondern an den Seiten, sind dann diese Teile hier. Das geht sogar schon auf. Geht das auch auf? Nein, das geht nicht auf. Warum geht das nicht auf? So, also stellt euch das, stellt dann ganz außen. Und in der Mitte sind die Panels. Und falls irgendwann mal was ist, ich ein Panel austauschen muss, schraube ich das ganze Konstrukt auseinander. Das mittlere Panel, sagen wir mal, das mittlere Panel würde rausweichen, dann eben zusammen, werden die beiden anderen zusammengeschraubt, fertig. Und so könnte ich theoretisch auch ein Panel draußen hinstellen mit diesem Scharnier. Da muss ich halt die Metallscharniere abbauen. So. Kann ich das hier, genau, da steht das auch nochmal, könnt euch das auch nochmal anschauen, wenn die Kamera scharf stellt, ich hoffe, sie stellt scharf, 90, 80 und 70 Grad, jetzt haben wir gerade den rechten Winkel und jetzt haben wir, glaube ich, 80 Grad, oder? Ja, das ist 70 Grad, das ist 80 Grad, das ist 90 Grad. Je nachdem, wie schnell das jetzt vorwärts geht, glaube ich, haue ich die Kamera mal nach oben, dass ihr ein bisschen zuschauen könnt. Mal schauen, wie ich das jetzt am besten hinbekomme. Und das dritte Video ist dann sozusagen hoffentlich das Video, wo ich dann die Konstruktion mal vorstelle. Ich möchte mich an der Stelle nochmal ganz explizit bei den vielen, vielen Tipps bedanken, die ich bekommen habe, auch von dem vielen Zuspruch. Das motiviert einfach unglaublich und ich habe es am Anfang mal bei den allerersten Videos gesagt, die ich online gestellt habe. Ich bin bereit, immer dazu zu lernen. Ich bin bereit, auch mal meine Meinung zu revidieren, wenn es etwas Besseres gibt. Und das ursprüngliche Gestell, was ich bauen wollte, wäre auch abbaubar gewesen, sage ich mal. Aber ich glaube, dass ich mit dieser Konstruktion einfach unheimlich flexibel bin und die Tipps, die ihr mir da gegeben habt, die waren einfach Gold wert. Also, danke an die Community und jetzt geht's ans Bauen. So, im ersten Schritt bauen wir uns jetzt mal die Ständerung für den Fuß. Das heißt, ich brauche jetzt von diesen Metallprofilen 2x56 cm. Wo ist mein Klebeband? Hier ist mein Klebeband. Sehr gut. Das brauchen wir gleich. So. So rum ist schöner. cm. Jo. Und das schneide ich jetzt ab. Das ist dann sozusagen der erste Teil vom Fuß. Mit meinem guten alten DDR-Schraubstock. Und dann werde ich das, glaube ich, doppelt nehmen, weil das in sich doch ein bisschen, man sieht das jetzt hier, da ist dann doch Gewicht drauf auf diesen Ständerteil und deswegen werde ich das doppelt nehmen, dass das in sich steifer wird.
Aber jetzt machen wir als allererstes mal hier das Ding ab. Es kommt mir jetzt auch nicht auf den Mikrometer an oder auf den Millimeter, das ist mir jetzt relativ wurscht. Sondern mir kommt es jetzt darauf an, dass alle von diesen Füßen gleich lang sind. Juhu! Wunderbärchen. Jetzt machen wir uns noch ein zweites Stück. Das wird genauso lang. Und wenn ich das dann habe, mache ich das dann so wie ein U. Also im Prinzip die zwei. So. Und das versteift sich dann sozusagen doppelt. Hier habe ich dann doppelte Metallmenge. Hier habe ich dann noch meine stabilisierende Seite. Und dadurch ist das Ganze in sich noch viel fester. Und das mache ich wie folgt, indem ich jetzt einfach meinen geliebten kleinen DDR-Schraubstock aufdrehe. Und dann das hier bündig mache. Warum geliebter kleiner DDR-Schraubstock? Kleine Anekdote am Rande. Ich habe das Ding mal auf dem Flohmarkt geschossen und hatte früher als Kind so ein Teil und war so dumm und habe es irgendwann mal, ich weiß gar nicht, wo es hin ist. Es ist auf jeden Fall weg. Die Dinger sind aus Guss, uralt und halten wie Axt. Also da geht überhaupt nichts. Wunderbärchen. So, jetzt haben wir zwei gleich lange Teile. Und jetzt mache ich noch einen Fuß unten ran. Weil wenn das jetzt hier am Boden ist, ja, also wenn dieses Teil am Boden ist, das ist ja Mist. Deswegen ist es, glaube ich, besser, wenn ich hier unten nochmal so eins drüber setze. Und das lasse ich ein bisschen länger, vielleicht so lang oder so. Weil das Teil hier, das Teil kommt so auf den Boden, so. Klack, also das sinkt schon mal nicht ein. Aber wenn hier noch so ein Metall ist, habe ich eine größere Auflagefläche. Das ist Schneeschuhprinzip. Heißt, muss es vielleicht zu lang. Bin, glaube ich, ein bisschen zu nah am Schraubstock. Ach, ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert. So. Und dann, also die Konstruktion kommt so nach unten, so. Und jetzt kommt das Ding dann noch irgendwie hier so drüber. Und damit habe ich dann hier eine schöne Auflagefläche. Genau, so muss werden. So. Man kann das übrigens wunderbar, wenn man das hier so aneinander macht, diese beiden, kann man das wunderbar in den Schraubstock einspinnen. Das habe ich gar nicht so vermutet, dass das geht. So. Und jetzt kommt das Ding eigentlich noch so, aber das werde ich jetzt da eher nicht drüber kriegen. Das heißt, ich brauche jetzt so, wozu mache ich hier einen Nagel rein? Ganz einfach, wenn ich jetzt gleich das Loch hier reinbohre, dann rutscht mir einfach mein Bohrer nicht weg. Fertig, aus. Ich muss das jetzt leider so machen. Ich weiß, das ist sicherheitstechnisch bestimmt bedenklich und irgendjemand schreibt dann bestimmt wieder irgendwas Lustiges in die Kommentare. Ist aber jetzt einfach mal so. Geht doch.
Ahnung. Fällt mir gut. So, lassen wir das. Und jetzt muss ich natürlich noch das Scharnier drauf basteln. Jetzt machen wir erstmal hier den Hersteller ab. Und das muss jetzt genau einfach hier oben bündig abschließend, so habe ich es gemessen. So. Und jetzt. Jetzt ist die Frage, wo mache ich jetzt die beiden Löcher rein? Also, ich nehme dieses Loch hier. Bleibst du da? Das Loch hier unten und dieses Loch hier oben. Warum nehme ich nicht ganz das oben? Weil hier dieses, ich komme ja mit Schraubenzieher gar nicht mehr ran. Ich habe jetzt schon Probleme, da hinzukommen. Und jetzt wieder mit dem Hammer den Nagel vorbereiten. Also mit dem Hammer und dem Nagel das Loch vorbereiten, so rum. So. Also das mit dem Hammer und dem Loch kann ich echt nur empfehlen, das geht so gut. Mach das so. Spart einen Haufen Ärger. Ja. Das passiert, wenn man es nicht richtig einspannt. Habt ihr das gesehen? Ja, und das geht dann so runter hier. So, und dann perfekt. So. Ich weiß nicht, ob ich euch das, wenn das jetzt mit dem Bohren so laut ist, ich höre mir das dann erstmal im Video an. Wenn das so laut ist, dann zeige ich euch nicht genau alles, was ich da bei den Panels dann mache, weil da muss ich echt einen Haufen bohren. Schauen wir mal, wie das wird. Vielleicht gebe ich euch auch noch so Abschnitte oder so. Müssen wir mal schauen, ob wir das hinkriegen. So, fertig. Funktioniert einwandfrei. So kommt das ran, also hinten am Solarpanel. Und dann geht es einfach nur so auf. Sehr gut, machen wir weiter mit den Panels. So, das ist das Panel mit dem beschädigten Kasten. Da muss ich nochmal ordentlich was drüber kleben. Und ich habe mir jetzt hier oben, da brauche ich es nicht. Und hier habe ich mir jetzt die Bohrungen gemacht. Und wichtig, wenn ihr Panels bohrt, ich meine, das ist ein Alurahmen, kein Thema, ja, aber ich lege mir immer eine Metallscheibe unter, weil ansonsten kann es sein, dass ihr ins Glas bohrt aus Versehen, wenn ihr dann durch seid und auf einmal wupp. So, jetzt nehmen wir das Ding mal vom Winkel her ein bisschen anders ein. So. Also ihr seht jetzt hier, oder seht auch nicht, hier diese Bohrungen. Das sind jetzt dann die Bohrungen, wo jetzt dann das Metall dann so drauf kommt. Das ist dann sozusagen einfach ein Mittelstück, da drüben ist das dasselbe. Und damit ich jetzt eben hier nicht durch das Glas bohre, lege ich jetzt hier was unter. So, wo ist denn jetzt mein Bohrer? Die Beleuchtung hier im Hobbykeller läuft zurzeit über den Wechselrichter, deswegen, wenn ihr genau hinschaut, seht ihr, dass das Licht etwas flimmert, wenn ich die Bohrmaschine anmache.
passiert das, man kommt dann ganz schnell durch und da wollen wir ja verhindern, dass wir die Panels kaputt machen. Und das wird jetzt so ein Mittelteil, das heißt, bei dem Mittelteil mache ich Folgendes. Da nehme ich jetzt diese Flügelmuttern, nicht die normalen Muttern. Und jetzt werden wir da mal das kommt im Prinzip jetzt einfach dann auch nochmal hier auf der anderen Seite und dann noch auf zwei andere Panels und dann schauen wir uns mal die Gesamtkonstruktion am Ende an. So, jetzt bin ich echt gespannt, ob man das sehen kann. Ist das jetzt? Das Problem ist nicht, dass ich es nicht zeigen will, sondern dass ich es auf Platzgründen fast gar nicht zeigen kann. Also am ersten Panel habe ich mir hier Markierungen gemacht, genauso hier unten auf 80 cm. Also das hier, dieser Rand sind genau 80 cm, so wie ich das gesagt hatte. Und dann habe ich mir Markierungen angezeichnet, einmal da und einmal da, damit man, also nur damit ich genau die Höhe weiß. So, und dann habe ich, wie geht das hier? Ja, das kann man jetzt hier nicht sehen. Also diese Schraube hier drunter, diese Schraube hier unten, das ist exakt die Position hier. Das heißt, das ist genau dieselbe Höhe. Und ich müsste jetzt theoretisch nur diese beiden Schrauben lösen. Ja? Und dann, hier unten ist noch eine Zusatzbohrung. Ach, jetzt weiß ich echt nicht, ob man das sieht. Warte mal. Das ist irgendwie noch hier. Ja, also hier die beiden. Und hier unten ist noch eine Zusatzbohrung. Das heißt, ich löse dieses Blech und könnte sofort hier diesen Winkel, also den anderen halt, dann hier aufsetzen. Dann wäre das Panel draußen alleine. Und im Prinzip mache ich immer diese Bohrungen, diese drei. Und dann kann ich sozusagen die Panels immer so zusammensetzen, wie ich die gerade brauche. Und vor allen Dingen auch wieder abbauen. Das war ja wichtig. Na, das erstmal dazu. Dann machen wir erstmal Pause. Hier das Verbindungsstück zur zweiten Seite. Also dann kommen hier die nächsten ran. Hier das Scharnier und die Konstruktion wird dann sozusagen, also man könnte die jetzt auch abschrauben, hier das zweite Scharnier ran und halt das erweitern und so. Und jetzt, das wären jetzt 70 Grad. Das ist dann sozusagen die Wintereinstellung mit paar und 40 Grad Winkel hier, 40,1 oder irgend sowas. Und dann, zack, und jetzt sieht man schon, geht das weiter runter. Das geht hier extra drüber, das wollte ich so, dass hier hinten nicht so viel Spiel ist. Und jetzt haben wir die 35 Grad Neigung genau. So, und dann kann ich hier wieder zusammenbauen. So, weiter Plan. Jetzt machen wir die nächsten Panels. Sieht das ganze System jetzt schon relativ fertig aus. Ihr seht immer hier, sind jetzt schon die Metall Winkel aufgeschraubt, bei dem hier fest, weil das ist ja das Endstück, und bei denen immer mit, kann man das hin, hier immer mit Flügelmuttern, damit man die, die in der Mitte sind, dann demontieren kann, damit man das System auch schnell abbauen kann oder mal, keine Ahnung, warten kann, je nachdem, was passiert. Und auf der anderen Seite sind jetzt hier keine Schienen, so wie hier, sondern eben diese anderen Bohrungen, die das dann hier fassen. Jetzt kann ich das System dann bald zusammensetzen. Juhu! So, und hier seht ihr das fertige Produkt, aber noch nicht montiert. Und ihr seht jetzt hier eben den Fuß. Dann seht ihr immer hier bei jedem zweiten Panel die Bleche, mit dem das dann verbunden wird. Und hier nochmal den Fuß. Jetzt baue ich alles zusammen. Und dann steht die Konstruktion. So, erster Tag Sonne, wollte ich gerade kontrollieren, allerdings ist mir was aufgefallen, ihr seht das, da ist jetzt hier allerdings der Winkel schlecht, also das Ding hängt in der Mitte durch,
So funktioniert das Gestell wunderbar. Aber man sieht das ganz speziell, hier wirft das einen Knick. Und deswegen werde ich jetzt Folgendes tun. Ich habe mir jetzt noch so ein Teil gekauft. Und dieses soll jetzt hier hinten in die Mitte reinkommen. Das heißt, ein Panel ist mit dem zweiten verbunden. Und danach kommt sofort wieder so ein stabilisierendes Bein. Denn man sieht das hier, ich habe auch hier, ist ein kleiner Abstand zwischen dem etwas höheren Panel und dem etwas niedrigeren. Da habe ich es nicht ganz bündig gemacht. Allerdings, auch hier hängt es recht durch. Und deswegen wird jetzt noch ein zusätzlicher Fuß montiert. Bleibt dran. So, eine Sache muss ich gleich sagen. Ich hätte nicht gedacht, dass das dritte Bein hinten so einen brutalen Unterschied macht. Wir sehen jetzt hier eine Konstruktion, wirklich mit drei stabilisierenden Beinen hinten. Und es macht einen wirklich guten Eindruck. Ich muss es dazu sagen, dass es hier ganz leicht abschüssig ist. Das liegt hier unten an der Ebene. Sonst wäre das wirklich glatt. Das funktioniert jetzt halt einfach nicht wegen dem Untergrund. Aber es ist wirklich super. Also ich muss ganz ehrlich sagen, immer zwei Paneele miteinander verbinden und anschließend das dritte Paneel, also das am Ende vom zweiten Paneel wieder ein Fuß, dann wieder zwei verbinden, wieder ein Fuß, wieder zwei. Das könnte man theoretisch so weit treiben, wie man will. Nur dann ist es ja nicht mehr mobil. Aber so gefällt mir das jetzt. Das wollte ich eigentlich haben. Und das Ding ist so schwer nach hinten jetzt gekippt. Die standen ja vorher wirklich so gegen die Hauswand. Jetzt liegen die Paneele wirklich so. Also das kann kein Wind mehr aushebeln. Und ich habe auch die Möglichkeit, hinten auf die Füße noch was Schweres draufzulegen. Das werde ich dann wahrscheinlich automatisch im Herbst sowieso machen.